From the stars came the will to shape fate, hurling this world toward ruin. Is mine to bear, to offer guidance where it is most needed, to demand sacrifice. Nangao, master of the storm winds, daughter of the dragon emperor. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine lieben Freizeitstrategen da draußen und Warhammer-Fans. Das hier ist der erste Trailer von Katai gewesen und nicht nur Katai war in diesem Trailer zu sehen, denn wir haben eine Schlacht zwischen niemand Geringerem als Kairos, Fateweaver und Miao Ying in diesem Trailer gesehen. Ja, der gute Kairos, in dem Fall guten Anführungszeichen, der ist ja den meisten schon bekannt, ist ein großer Erzdämon des Tzeentch, aber hier war der Fokus auf Katai. Und ich gehe jetzt einfach mal chronologisch durch, was wir gesehen haben. Schon sehr, sehr früh sahen wir diese ja, weißhaarige Lady, die sich als Miao Ying darstellt. Also das ist die Tochter des Drachenkaisers und Herrscherin der nördlichen Provinzen, Wächterin der großen Bastion, an der offensichtlich diese Schlacht stattgefunden hat, und die oberste Matriarchin von Nangao sowie Herrscherin über die Sturmwinde, was sie jetzt nicht gerade versteckt hat gegen Ende, aber eine Weile gebraucht hat, bis sie dann quasi hier so einen auf Son Goku gemacht hat und oben von der Festungsmauer gesprungen ist, um sich dann letzten Endes in ihre Drachengestalt am Ende zu verwandeln. Hat mich gerade dazu weggeflasht. Ich bin gespannt, wen von euch auch. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber gerade auch am Anfang sahen wir eine ganze Menge. Also der ganze Trailer ist eigentlich gespickt, vor allem in der ersten Minute, von jede Menge so kleinen Detailinformationen, wo man genau hingucken muss. Etwas genauer sahen wir bei 0,23, also bei 23 Sekunden, das, was ich wahrscheinlich für Drachenpferde halte. Also im Grunde so chinesische Pegasus-artige Tiere, die allerdings keine ja, Vogelfedern haben, sondern eher so Drachenschwingen, die auch von Kriegern beritten waren und hier so als geflügelte Kavallerie in die Schlacht geflogen sind. Neben ihnen haben wir dann ungefähr schon ein paar Sekunden später die Basis der Katai-Armee gesehen. Klassische Infanterie unterschiedlichster Couleur, die wir dann auch zu späteren Stellen noch sehen konnten. Da konnten wir zum Beispiel bei 38 Sekunden im Zentrum eine goldene Elite-Infanterieeinheit sehen. Also ich gehe davon aus, dass es sich dabei um eine Elite-Infanterie handelt. Rechts davon dieselbe Art von Hellebarden-Speerinfanterie, die wir schon bei 27 Sekunden gesehen haben. Und links davon, fast schon so ein bisschen versteckt, ich nehme mal an, eine grundlegende bäuerliche Speerinfanterie, die so eine Art Tier-1-Infanterie darstellen könnte. Also ich habe so das Gefühl, da haben wir schon so ein bisschen so die drei Stufen, die drei Tiers der defensiven Infanterie der Kataier gesehen. Aber was wir auch gesehen haben, das sind Fernkampfwaffen. Nämlich bei 27 Sekunden laufen links Armbrustschützen, nehme ich zumindest an. Es könnten auch Handmörserschützen sein, denn man sieht sie nur von hinten, aber ich gehe momentan davon aus, dass es die Armbrustschützen sind. Und bei 31 Sekunden haben wir einen gewaltigen, ja, Mörser oder eine Kanone gesehen mit einer Drachenverzierung. Wirklich gigantisches Gerät. Das ist sozusagen die Basis, auf der Katai, so wie es aussieht, aufbauen soll. Also viel defensive Speer- und Hellebardenlastige Infanterie und sehr viel Fernkampf-Support. Aber dabei bleibt es natürlich nicht, denn wir haben natürlich auch noch weitere besondere Einheiten, wie zum Beispiel bei 43 Sekunden bewaffnete Heißluftballone, die, so wie es aussieht, auch in der Luft den Drachenpferdreitern eine Art von Fernkampfunterstützung bieten und auch wahrscheinlich auch der Infanterie eine schöne Unterstützung bieten können. Insgesamt war dieser Trailer, wie ich fand, eine Zeit lang sehr, sehr krass luftlastig. Aber am Ende kam es dann halt dann doch noch dazu, dass wir gesehen haben, dass auch noch einiges am Boden stattfindet. Musketenschützen gibt es auch. Das können wir bei 51 Sekunden so im Hintergrund angedeutet sehen, wo diese beiden chinesischen oder kataiischen Heldinnen bzw. Kommandantinnen, nehme ich mal an, was das auch immer gewesen sind, denn näher konnten wir da gerade eben nichts draus schließen, ja, sich unterhalten haben. Da sehen wir da diese beiden Musketenschützen, die wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen werden. Ja, und ansonsten haben wir da noch eine ganze Menge Luftkampf gesehen. Ja, wir haben Tzeentch-Einheiten gesehen, unterschiedlichster Art. Wir haben ganz, ganz klar der Diskreiter des Tzeentch gesehen. Da waren wohl Chaoskrieger drauf, was eine ziemlich klassische Tzeentch-Einheit darstellt. Wir haben Lederschwingen bewährte Monstren und Dämonen gesehen, die zusammen mit Kairos, Fateweaver einen Angriff geflogen sind. Und natürlich haben wir auch Screamer des Tzeentch gesehen, die relativ schwer am Anfang für mich zu sehen gewesen waren, aber dann so beim dritten Mal gucken habe ich sie tatsächlich auch gesehen. Also wir sehen da wirklich eine gewaltige Menge an Einheiten und Monstern, die da auf uns zukommen, aber wir sind natürlich noch nicht fertig, denn bei den Kataiern haben wir natürlich auch die Terrakotta-Wächter oder Terrakotta-Krieger und die sind wirklich gigantomanisch. Also, ja, wir haben es am Ende ja gesehen, wie die angegriffen haben. Bei 0,34 hat man sie zum allerersten Mal gesehen und da hatte ich schon so den Eindruck, ja, das ist offensichtlich einer dieser Terrakotta-Krieger und der wird sich sicherlich noch im Laufe dieses Videos in Bewegung setzen und dann ist es tatsächlich passiert. Bei 1,54 erwachte er zum Leben. In dem Moment, als auch Miao sagte, Sentinels, ne? Also geradezu, als ob sie es getimt hätten. Und bei 2 Minuten 8 haben wir gesehen, wie 2 von ihnen gegen diese Chaoshorden angefangen haben anzugreifen, was mich geradezu weggeflasht hat. Direkt im Anschluss erleben wir dann eine Art magischen Kung-Fu-Kampf, ich nehme mal an von irgendeiner Art von Heldeneinheit, bei der ich momentan noch überhaupt nicht sagen kann, auf welcher Basis das Ganze stattfindet. Ich vermute, dass es vielleicht irgendetwas mit diesem Yin-Yang-Gleichgewicht, dieser Harmonie zu tun haben könnte, die Katai wohl innewohnt als Spielmechanik. Aber wie das letzten Endes genau vielleicht mit dieser Heldeneinheit hier zusammenhängt, die wir gesehen haben, kann ich leider gar nicht sagen. Ja, und ansonsten kann man eigentlich gar nicht mehr allzu viel sagen, außer dass wir jetzt auch gesehen haben, dass ja, der Release leider verschoben werden musste und zwar auf das frühe 2022. Ist zum Glück nicht so weit weg, aber wir werden wahrscheinlich noch einfach jetzt noch mal ein paar Monate aushalten müssen und ich bin einfach mal jetzt gespannt, meine lieben Freunde, was ihr über diesen Trailer denkt. Hat der euch auch so weggeflasht wie mich? Hat der euch auch so abgeholt wie mich? Oder sagt ihr, da fehlt mir noch dieses eine oder andere? Oder habt ihr vielleicht sogar ein paar Dinge gesehen, die ich vielleicht nicht gesehen habe und die ihr gerne diskutieren wollt? Schreibt das unten in die Kommentare, dann können wir gerne mitdiskutieren. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was da noch alles so rauskommt, denn das war ja nur der erste Trailer. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommt in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich mehr. Und ich muss zugeben, das hat mich jetzt wirklich schon so neugierig gemacht. Noch mehr als sonst, als auf Katai. Bis jetzt war es immer nur so ein Mysterium. Und jetzt haben wir zum allerersten Mal ein paar harte Fakten in Form von Bildern und in Form von Namen. Bin gespannt, was ihr darüber sagt. Bin gespannt, ob ihr vielleicht die Miao Ying bereits gekannt habt, denn mir war sie bis jetzt vollkommen unbekannt. Ist durchaus möglich, dass GW da eventuell die Lore geändert hat oder irgendetwas ausgegraben hat, was so tief vergraben war, dass ich es nicht finden konnte, aber vielleicht kennt ihr es ja. Schreibt mir das Ganze in die Kommentare und damit bedanke ich mich jetzt hier bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bin gespannt, was ihr zu diesem Video, zu diesem Trailer zu sagen habt und sagt dann mal, bis demnächst in den Kommentaren, ne? Macht's gut, tschüss und ade.